Hallöchen und servus liebe Freunde, herzlich willkommen heute zur Mod-Vorstellung von der Klettenberg von NKB Modding. Ja, endlich ist die Map draußen, die ist gestern Abend um 21 Uhr released worden, also am 8.01. 21 Uhr. Wir haben hier eine idyllische Landschaft mit viel Acker und Grünland, ich glaube ca. 165 Hektar Ackerland, 60 Felder, Verkehr sowie Fußgänger, Gülle- und Misttextur beim Düngen mit Gülle oder Mist, also Gülle-Mist-Mod ist normalerweise verbaut. Genau, der ist auch benötigt. Außerdem wird benötigt der Animation-Map-Trigger, der Jobs-Draw-Mod und der Map-Bible-Object-Mod. Es gibt nämlich hier auch kaufbare Objekte. Das sind zum Beispiel der Alleehof, der Schafshof, die Biogasanlage und das Sägewerk. Wir haben auch nur begrenzten Platz hier auf dem Hof, deswegen gibt es mehrere Orte, wo wir Sachen unterstellen können. Und ja, nun schauen wir mal uns die Map an. So, da sind wir in Klettenberg am Hof. Reges Treiben, überall schon mal Maschinen. Oh, schöne alte Gebäude, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und eine Maschinenhalle, perfekt. Und was ich als erstes machen will, ist gleich mal den PDA anschauen. Wow, und der erschlägt mich. Wow, der erschlägt mich echt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Map so groß ist. Ich glaube, wir reden hier von Bjornholm-Größe. Und die Map ist wirklich groß. Also wenn wir uns das mal anschauen, ich habe mir die Map viel, viel kleiner vorgestellt. Die ist ja wirklich ausgeschöpft bis an den Rand. Hier haben wir überall Felder. Was ich ein bisschen schade finde, oder beziehungsweise mir gefällt, ist nicht so, wenn der PDA von der Bjornholm übernommen wird, also dieser Stil, sondern zum Beispiel wie auf der Südthüringen, wo die Felder, also wo wirklich ein Bild im Shop gemacht wurde, im Giants-Editor dann von oben mit der Höhe von 5000 und so weiter. Und dann einfach die unterschiedlichen Farben der Felder zu kennzeichnen oder zu bemerken sind. Weil sonst sieht hier alles so monoton aus. Ja, die Map erinnert wirklich vom optischen, vom Aufbau sehr an die Bjornholm, auch wenn die Felder vielleicht noch ein bisschen mehr sind. Aber ansonsten sehr, sehr ähnlich. Startfahrzeuge haben wir drei Traktoren. Ein Deutz, ein Bührer und ein New Holland. Den zweiten Drescher. Oh ne, noch den zweiten Drescher. Wir haben schon ein bisschen was fürs zu grünen Roden da. Selten. Und die Standardsachen von einer Sämaschine, Pflug, Grubber, Mähwerk und ein Ladewagen. Alles klar. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal ein bisschen über die Map und schauen sie uns genauer an. Ich weiß nicht, wo wir starten sollen. Auf jeden Fall mal beim Hof. Ja, der Hof ist relativ überschaubar. Zwei kleine Silos sind hier da und wirklich nicht viel Platz zum Unterstellen. Also sehr klein. Dann sehen wir hier schon mal die ersten Bilder hier von der Luft. Wir haben hier überall neuartige Windräder verbaut, die ich so bisher nur auf einer Map gesehen habe. Finde ich schön, dass da ein bisschen Abwechslung da ist. Dann haben wir hier auch was nicht auf den ersten Blick merkt, ja, was man nicht realisiert, aber es ist auf jeden Fall da. Hier diese Überspannungsleitungen, die hier überall, oder heißt Hochspannungsleitungen? Ich glaube eher hoch, ja, egal. Auf jeden Fall, die hier wirklich durch die komplette Map reichen, hier von vorne nach hinten durch. Und hier nochmal welche. Also das ist ganz cool, dass die eingebaut wurden. Was mir auch gleich auffällt, hier sehr, sehr viele Zäune verbaut an fast jedem Feld. Das werden wir auch später noch sehen. Ich habe mir die Map nämlich schon mal kurz angeschaut. Fast überall sehen wir diverse Zäune. Und das ist ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Die haben alle Kollisionen. Also wer damit gut zurechtkommt, schön für ihn. Ich komme damit nicht zurecht und mich nervt das wirklich, dass überall Kollision ist. Kommen wir zur Biogasanlage und zu dem ersten kaufbaren Objekt, wo wir auch die Straße hingehen sehen, die, ich muss sagen, sehr, sehr geil aussieht. Also die Straßentextur am Rande mit dem Asphalt sieht super aus, da kann man überhaupt nicht meckern. Hier ist das Objekt dann auch kaufbar, wir sehen es mit B, können wir uns das Ding mal anschauen. Mit der Musik von dem Final Countdown. Und die muss ich auch gleich mal rausschneiden, sonst kann ich das Video nämlich nicht monetarisieren. So, war Gott sei Dank nicht zu lange. Wir sehen hier also wirklich saubere BGA mit dem Wiegehäuschen hier mit der Waage daneben. Und drei Silos, die, ich weiß nicht wie viel das fassen, vielleicht 600.000 sowas und um den Dreh. Ich suche gerade nur noch, ach da, ne, wo ist denn der Fermenter hier? Ah, hier, okay. So, da haben wir hier den Bottich zum Einfüllen, standardmäßig aus dem LS15, alles klar. Und ein paar Deko-Objekte, finde ich gut, dass die hier dabei sind. Ansonsten sehen wir auch wirklich Unterschiede in Höhe und Tiefe, also wirklich eine hügelige Map, wie auch schon in der Beschreibung steht. Was man noch hinzufügen sollte, ist der Punkt, dass der Modder schreibt, also in KB-Modding,
dass die Map relativ eng gemacht wurde, um den Spielspaß aufrechtzuerhalten. Der Satz ist für mich, naja, für mich existiert dieser Satz nicht. Für mich ist es eher genau andersrum. Wenn die Map eng ist, dann werde ich nur frustriert, weil ich überall hängen bleibe. Wenn man mit Tastatur fährt, wenn man ganz exakt fahren kann, dann ist das vielleicht nicht das Problem. Wie hier gesagt, auch die große Straße, die Hauptstraße, ist sehr, sehr schön, tolle Texturen. Und was mir noch auffällt, auch hier die Nadelbäume haben sehr tolle, realistische, dunkle Nadelstruktur und Textur. Die gefällt mir richtig gut. Sehr dicht bewaldet hier auch die Map. Und jetzt kommen wir auch gleich zum zweiten Bereich, der kaufbar ist. Und zwar das Sägewerk mit Biomasse-Heizwerk daneben. Das sieht alles relativ LS15 standardmäßig aus, wie eigentlich auch der Rest der Map. Also der ganze Stil ist standardmäßig. Ich habe bisher nur ein paar wenige Objekte gesehen, die nicht von der Björnholm sind. Der Rest, also wirklich, das Gras ist ähnlich und oder ist dasselbe. Texturen alles Standard, also Bodentexturen und so weiter, alles standardmäßig. Und hier sehen wir auch, wie gesagt, die ganzen Felder. Zu den Felderformen möchte ich noch was sagen. Und zwar, die Felderformen sind alle individuell. Es sind alle im gewissen Maße etwas eckig, aber die Felderformen sind was, was ich sehr positiv begrüße. Die sind nämlich in allen Formen und sonstigen Sachen. Also wirklich geil gemacht, auch hier. Für Abwechslung gesorgt. Und hier haben wir, oh, auch diese tolle Steintextur, wo es hier ein bisschen felsig wird schon. Gefällt mir sehr gut, auch ein riesen Bereich, der dann in das Feld reingeht. Also wie gesagt, alle Felderformen haben wir hier. Diese Steintextur sieht auch wirklich gut aus. Das weiß ich schon lange. Zum Beispiel auf der Alps ist die nämlich auch vorhanden oder auf diversen Alpenmaps. Sieht immer sehr gut aus. Was mir jetzt schon so ein bisschen auffällt, die Map wirkt ein wenig monoton. Das liegt zum einen an den Feldern, die wahrscheinlich alle dieselbe Fruchtart haben, aber ansonsten sehe ich im Prinzip nur Felder dazwischen, Bäume und wieder Felder und ein paar Wiesen. Wenn wir uns hier mal die Map anschauen, ist die Größe wirklich groß und ich finde, man hätte sich vielleicht ein paar Felder sparen können und dafür ein paar Sachen einbauen. Sowas wie ein Fluss oder was weiß ich, einen See oder solche Sachen, mal einen Campingplatz, ein bisschen mehr ab. Es gibt halt, wie gesagt, nur ein paar Objekte. Gut, das ist noch eine Maschinenhalle und abgebranntes Gebäude. Das ist jetzt im Prinzip so ein Deko-Objekt. Oder unser Brunnen. Das ist übrigens der Goldbrunnen, möchte ich mal behaupten, den wir hier befüttern können mit Goldmünzen. Ansonsten natürlich auch die Genauigkeit, wie was gemacht wurde, ist natürlich sehr groß. Das müsste man auch positiv sagen. Es ist hier sehr viel oder fast alles sehr genau gemacht worden. Bei der Straße gibt es keine Fehler. Hier die ganzen Sachen, wie auch die Zäune, sind wirklich sehr, sehr gut platziert. Hier gibt es wirklich nichts, was man beanstanden könnte. Und hier kommen wir dann schon allmählich in das Dorfgeschehen hier rein. Aber wie gesagt, ich finde, die Felder sind ein bisschen too much. Beziehungsweise sehen alle gleich, alle monoton aus. Das ist was mir nicht ganz so gut gefällt. Wir haben hier noch den Landhandel Billinger, wo wir, ich hätte jetzt gesagt, was verkaufen können, wahrscheinlich hier. Was wir jetzt hier machen können, ist nur eine Vermutung, und zwar Holz verkaufen, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Das Gebäude vom Landhandel Billinger ist auch sehr schön gemacht. Und wie gesagt, hier auch die Häuser, die Siedlung. Ja, ganz normal gebaut, ohne viel Tamtam. Die Häuser, ein bisschen Wiese, Zufahrt und Zäune und die Laternen und ein paar Hecken, das war's dann auch. Solche Sachen wie diesen Kreisverkehr mit den ganzen Schilderchen und Details finde ich natürlich sehr, sehr geil. Wir sehen hier schon, oh, ein Auto, aufpassen. Sowas ist natürlich vom Detailgrad her oder von der Genauigkeit her schon toll, sowas zu sehen, dass es einfach sehr gut gemacht wurde. Die ganzen Lichter stimmen auch überein, das hat man echt gut gemacht. Was noch zu erwähnen ist, man sieht hier Andeutungen auf, man sieht es auch hier auf die, na, fällt es mir jetzt ein oder fällt es mir nicht ein, Freunde? Auf Fahrgassen. Wir sehen hier bei manchen Feldern Fahrgassen. Oder zumindest, ja gut, mal eine Gasse. Manchmal zwei. Ich schätze mal, das wurde vielleicht über einen Giants-Editor gemacht. Was hier noch ganz wichtig ist, nee, ich wollte schon sagen, das ist der Schafhof. Nee, ist er nicht. Das ist im Prinzip nur der. Nee, hier haben wir gar keine Markierung. Feld 8 ist ungefähr das größte der Map, oder Feld 47, könnte man sich jetzt streiten drüber. Zeige ich euch gleich nochmal, damit ihr wisst ungefähr die Größenordnung.
Hier, wie gesagt, auch wieder größere Objekte. Hier ist gelagert Kartoffeln und Rüben. Ältere Objekte und das Feld ist wirklich also nicht klein. Die Maistextur wurde geändert. Das ist nicht die Standard von der Bjornholm, aber das ist auch eine, die mir nicht so gut gefällt von der Textur her. Es gibt eine ganz, ganz tolle von LU Wild und dem Farmer. Ja, wie heißt der von dem Farmer einfach? Das ist, finde ich, die beste Maistextur, die man verbauen kann. Und wenn ich eine Map machen würde, würde ich auch wirklich viele Bodentexturen und andere Texturen ändern, um das einfach ein bisschen abzuheben von dem Standard. Es ist fazitmäßig eine sehr saubere Map. Also sauber in dem Sinne, alles sauber gestaltet, saubere Felder, saubere Wiesen, ganzen Objekte sauber platziert, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist die Abwechslung auf der Map. Es wirkt halt alles monoton. Wenn jemand den ganzen Tag nur dreschen oder auf dem Acker was machen will, kann er das hier wirklich tun. Es sind genug Felder vorhanden und ich glaube, auch mit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten haben wir noch massig zu tun. Hier ist übrigens noch der Händler, der finde ich vom Platz her auf jeden Fall ja, mäßig Platz bietet. Also man kann hier schon ein paar Fahrzeuge kaufen. Ist gut platziert, muss ich auch sagen, Agrartechnik Nord. Wie gesagt, hier wurde schon was in Richtung Individualität gemacht, aber so ein bisschen was fehlt mir hier einfach. Ein bisschen Abwechslung, wenn man sich jetzt nochmal den PDA anschaut. Wir haben hier Hühner, da fahren wir noch kurz hin oder gehen wir noch kurz hin und zu den Schafen. Biomasse-Heizkraftwerk waren wir schon. Es gibt hier einen größeren Forstbereich. Das war es dann auch schon. Natürlich sind alle Bäume fällbar, also es wird hier nicht an Holz mangeln, aber es ist halt, sag ich mal, der Forstbereich ist der einzige, der richtig gut zugänglich ist. Hier vorne haben wir dann, wie gesagt, den Schafshof. Schauen wir gleich mal rein. Ja, der besteht eigentlich nur aus zwei Gebäuden. Man kann hier eigentlich nichts unterstellen, bis auf hier unten. Gut, hier kann man noch was reinstellen. Gut, da haben wir noch Unterstellmöglichkeiten. Das war's dann aber auch schon. Und hier den Futtertrog und eine kleine Wiese für die Schafe. Also nicht extremst, ja, individuell und komplizierter gemacht, sondern ganz einfach und simpel. So. Hier kommen wir dann zum Alleehof, Freunde. Hier haben wir dann Mist, Lager für Mist und Unterstellplatz für Maschinen. Außerdem befinden sich hier die Hühner. Eine Allee führt dahin. Was auch ein bisschen problematisch wird, wenn man mit einem LKW hier lang fährt. Das könnte zu Kollisionen kommen. Ja, definitiv haben wir hier einige Unterstellmöglichkeiten. Hier ein Mistlager und hier hinten ja auch eine aufgeräumte Wand, wo ein paar Sachen gelagert werden. Wie gesagt, alles sehr eng gemacht. Das ist jetzt bei einer kleinen Map in Ordnung. Die Map hat aber Bjornholmgröße und dafür finde ich, von den Gerätschaften wird man hier nicht mit einer 3-Meter-Drille zurechtkommen. Da wird man schon irgendwann mal was Größeres benötigen. Und dafür finde ich die Map ein wenig eng, also an manchen Stellen oder an einigen Stellen zu eng gemacht. Natürlich gibt es die Hauptstraßen, aber wenn man jetzt Sachen unterstellen will und dann hier lang muss, wo links und rechts eine Allee ist mit einer 6 Meter Vaderstadt, dann könnte das schon knapp werden oder mit einem LKW. Also, das ist jetzt eher mal wirklich meine Meinung, so wie ich das sehe. Fazit: Auf jeden Fall hat die Map hier überragende 5 Sterne verdient. 5 Sterne dafür, dass die Map an sich vom, wie kann man es sagen, von der Sauberkeit, einfach von der Genauigkeit her echt super ist. Da kann man überhaupt nicht meckern. Wem die Map auch mit diesem Stil gefällt, Bjornholm-Stil, sag ich mal, alle Felder. Okay, ihr seht es auch hier, die ganzen Zäune haben alle Kollisionen. Also ich muss überall aufpassen bei Wiesen und so weiter, bei engen Wiesen, ob ich da durchkomme und bleibe möglicherweise auch hängen. Das ist was mir nicht so gefällt. Man hätte hier einfach die Kollision rausnehmen können. Und dann hätte das alles auch, glaube ich, für die, die nicht so genau arbeiten können oder nicht so genau fahren können, dass sie hängen bleiben, auf jeden Fall was Positives gehabt. Ansonsten, wie gesagt, sehr genau gemacht. Das ist das große positive Plus auf der Map. Es stimmt alles. Es ist alles genau gemacht. Ich habe hier keine Fehler gesehen. Gut, da müsste man vielleicht schon mal 5 Stunden über die Map schauen, damit man alles rausfindet. Aber es ist sehr detailliert gemacht. Es passt alles wie die Faust aufs Auge. Die ganzen Zäune, die ganzen Stempel, alle Details, die hier verbaut sind, stimmen wirklich. Aber wie gesagt, es fehlt einfach ein bisschen die Abwechslung. Es wirkt alles zu monoton zugleich. Und das ist, was ich an der Map das Negativste finde, die Abwechslung. Es wirkt alles gleich. Und ich habe immer gerne, habe ich schon oft gesagt, in der Map irgendwas, was Wasser ist. Entweder einen kleinen Bach, ein großer Fluss, ein Meerzugang oder einen See. Irgendwas in der Art.
dass einfach ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wenn wir uns die Map mal so anschauen und mal den Hafen von der Bjørnholm vergessen, sieht es doch sehr nach Bjørnholm aus. Die Felder sind ähnlich der Bjørnholm, die Straßenverläufe sind definitiv auch ähnlich der Bjørnholm. Und genau, so viel dazu. Das soll jetzt aber kein Schlechtmachen der Map sein. Nee, ich sehe das nur einfach so von mir aus gesehen. Es kann absolut sein, dass euch die Map super gefällt und ihr auf der ewig zocken wollt. Ist überhaupt kein Ding. Das freut mich für euch. Nur ich kann mich mit der Map, sag ich mal, von dem Stil her auf Dauer nicht anfreunden, weil mir einfach vieles fehlt an Abwechslung. Überall Standardtexturen drauf. Das ist jetzt, wie gesagt, alles Geschmackssache, ganz klar. Aber trotzdem, muss ich sagen, so ein bisschen den Hype kann ich nicht ganz verstehen. Es ist eine saubere Map, eine tolle Map. Aber es gibt vergleichsweise, glaube ich, einige andere Maps, die von der Größe her nur einen Tick kleiner sind. Gut, das ist wie gesagt eine Standard-Map. Klettenberg ist nicht klein, auf keinen Fall. Wer das am Anfang gedacht hat, so wie ich, wurde dann in dem Sinne enttäuscht oder quasi überrascht. Das hat mich auch sehr überrascht, dass die Map doch so riesig ist. Aber wie gesagt, mir wirkt es zu monoton. Es ist schön, dass ab und zu ein paar Hügel da sind. Das ist noch ein Punkt, den man auch positiv sagen könnte. Es ist nicht alles flach. Das ist auch noch besser als auf der Bjørnholm. Man könnte diese Map vielleicht als Bjørnholm-Ersatz sehen. Dann würde ich sie definitiv besser finden als die Bjørnholm. Ansonsten, oh, hier ist nochmal unser Brunnen. Unglaublich. Zwei Brunnen, John. Aber ansonsten muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen was. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich danke fürs Zusehen bei dieser langen Mod-Vorstellung und ausführlichen Mod-Vorstellung. Wie gesagt, ich kann den Hype nicht ganz verstehen. Trotzdem 5 Sterne. Hätte ich 10 Sterne zu vergeben, wären es hier wahrscheinlich 7 bis 8 Sterne. Da ich das aber nicht mache, nehm ich 5, weil ich habe schon viele Maps mit 5 Sternen bewertet, die besser waren als diese Map und die vielleicht auch minimal schlechter waren. Von dem her passt die Map trotzdem noch ins 5-Sterne-Schema und ist an sich, wie gesagt, eine Top-Map, wenn man alle anderen Ansprüche vergisst, wie Abwechslung, Individualität oder Kollision, wie viel Platz man hat auf der Map und so weiter. Wenn man aber das mit einfließen lässt, wie gesagt, komme ich auf den Punkt, dass ich, wie gesagt, den Hype ein wenig zu krass fand. Denn dem Hype wird meiner Meinung nach, bitte nochmal zuhören, meine Meinung, wird die Map dem Hype hier nicht wirklich gerecht. Gut, für den Hype, glaube ich, kann NKB-Modding auch nichts, wenn die alle paar Wochen ein paar Bilder releasen von der Map und die paar Bilder wirklich geil aussahen und ich auch schon mir vorstellen kann, wo die gemacht wurden, beziehungsweise weiß, an welchen Orten die gemacht wurden, dann ist es definitiv richtig so, dass viele Spieler sehr viel auf diese Map geben und sich das dann verbreitet wie ein Lauffeuer und ja, dann kommt die Klettenberg raus und ja, da wann wird die Release so richtig auf Geheimnis getan und so weiter, ist klar, dass dadurch ein Hype entsteht, aber ich finde, der Hype hat sich hier nicht zurechtgefügt und ist, finde ich, doch ein gutes Stück übertrieben. Ist eine tolle Map, Fazit von dem her, auf der man auf jeden Fall spielen kann, wenn einem das egal ist, was ich gesagt habe. Und jetzt hören wir auch mal auf mit 18 Minuten, Freunde. Ist wieder doppelt so lang wie manch anderer. Ja, ich wollte es aber wirklich ausführlich machen. Und nicht vergessen, Freunde, heute kommt wirklich ein Livestream 18 Uhr. Ich mache dazu noch ein kurzes Video, wie und wo und wann. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Trotzdem bedanke ich mich bei NKB Modding für diese Map, auf der man auf jeden Fall Spaß haben kann. Habe ich nicht gesagt, dass das nicht der Fall ist. Und ich wünsche allen, die hier spielen wollen und Spaß haben, auf jeden Fall weiterhin viel Spaß. Macht's gut. Servus.